Hallo und moin moin. So, von wo sind die denn jetzt am Kommen? Die kommen natürlich von da und dann kommen sie gleich wieder von der anderen Seite. Super Mutanten, so, die nächsten von da hinten. Oh, lauf da. Nein, Lupo, nicht in den Weg da. Früher hatte ich Angst vor Supermutanten. Und jetzt? Aber diesmal haben wir ihnen eine Lektion erteilt. Ja, finde ich auch. Lektion. Nummer 1. Niemals das Sanctuary gehen. Ist doch gute Lektion. Gute Lektion, finde ich. Ganz gut. Das eine, das waren seine Beine eben. Und ja, das waren nur drei und ein Hund. Du bist schon wieder falsch angezogen, du Blödmann, Mensch. Hey. Oh. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Ja, du bist doch falsch angezogen. Also die Pistole nimmst du ist ja okay, aber nimm wenigstens deinen Reisemantel und den Minuteman-Hut. Pass auf, so und so. Und die Melone, die gibst du mir jetzt mal. Ja, du kriegst ja. Nein, ich will nicht alles nehmen. Wieso sagt das Ding immer alles? So. Ne? Tschüss, mein Lieber. Hier ist irgendwas im Weg, aber ich kann nicht erkennen, was. Hier muss irgendwas gestanden haben. Moment, vielleicht kann ich ja noch mal gucken, ob wir da was wegkriegen. Die Wurzel. Die Busch. Ja, die kriegen wir nicht weg. Dann machen wir das mal weg, so. Das ist ja auch blöd wieder. Ah, na gut. Oder ich mache dann doch wieder Workshop wieder Schreien, egal was passiert. Ich weiß, ich bin echt am Verzweifeln mit diesem ganzen Kram. Dass das immer solche Auswirkungen scheint hat. Wirklich was zu werden. So, mein Lieber. Hey. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Naja. Na gut. Ja, sie weiß wirklich, wie man Dinge in die Hand nimmt. Was ich so gehört habe, ist das eine ziemliche Untertreibung. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, machen wir, machen wir. Ich hoffe, wir müssen noch mal hin. Kann ich was für dich tun? Nein. Nein, nichts. Okay. Hatten wir nicht noch was auf Lager? Baltic Vorhang. Ach, da waren wir noch gar nicht, ne? Ja, weil wir jetzt hierher gerufen wurden. Gut, da gehen wir jetzt als nächstes, würde ich sagen. Somerville Press ist wieder zu weit unten. Das kriegen wir nicht auf die Reihe. Hörte das Karawan Notsignal ein. Feuerunterstützung. Und Diamond City, nee, will ich alles im Moment nicht. Wir machen die beiden Sachen noch und dann machen wir vielleicht mal das. Gucken wir mal, ob wir noch einen von den Dingern unterbringen können hier und von den Perks. Da geht es noch nicht. Der Wiederverwerter und... Lokale Anführer sind wir schon. Apotheker geht auch nicht. Der Robot-Experte wäre nicht schlecht. Können wir den nehmen? Ja. Vielleicht sollten wir das mal machen. Was haben wir denn hier noch? Der geht nicht. Den könnten wir noch. Den Schmied. Na, wir machen den mal. Ich glaube, es ist wichtiger. So. Okay. Taffic Bootshaus und Somerville Place. Licht steht auf dem Plan. Hä? Irgendwo geht eine Waffe an.
Wo ist das? Welche Waffe ist angegangen? Was ist denn hier überhaupt sonst los? Haben wir hier denn alles im Moment am Laufen? 11 Leute, Essen ist ein bisschen wenig, Wasser ist gut, 13 Schutt, Energie, 136 Schutz, 12 Betten. Ja, wird beim nächsten Mal müssen wir hier ein paar Betten aufstellen. Vielleicht eins der Häuser mal abreißen und erneuern. Wir haben immerhin eine Muku, das ist doch schon echt cool. Ja, wir legen mal ein bisschen ab, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Da haben wir noch nichts weiter. Hatte ich hier oben noch was? Ja. Saubere Sachen. Saubere Sachen. Den Harnisch. Was ist mit der Melone? Die hat Ausdauer, hat die. Naja, vielleicht sollte ich die. Nee, nö. Wir werden auf jeden Fall den Lederharnisch austauschen gegen. Ah, das bringt aber nicht viel, ne? Nee, dann lassen wir den hier. Da ist das Wächters. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen. Um 15%. Das ist ein Harnisch. Der ist doch gar nicht so schlecht. Ist das ein Harnisch? Sieht aber nicht so aus, ne? Naja, doch. Irgendwie schon. Der ist viel größer. Der andere, den ich anhabe. Das ist nur einer so. Der ist aber auch nicht so schwer. Der hat 8. Und des Wächters Harnisch hat 7. Das macht doch Sinn. Ja. Ich würde sagen. Wir müssen uns auf jeden Fall reparieren. Das ist schon mal ganz klar. So, da packe ich. Moment, wie stark ist denn das? Ist Charisma und auch Charisma. Und 45 und 80 beim Schaden. Der Mantel scheint gar nicht so schlecht zu sein. 45 und 80, habe ich gesagt, ne? Ich glaube, da können wir die Sache nicht anziehen. Aber den Helm, ne, den können wir auch nicht anziehen. Oder wir lassen den Helm und verzichten auf Charisma. Weil da haben wir ja eine Generalsuniform auch. Sieht nur ein bisschen komisch aus. Na gut, wir lassen es hier. Moment, ich packe das mal hier rein. So. Das andere packen wir in die Kisten. Das auch. Was haben wir jetzt hier bei den Waffen noch? Moment, Waffen. Das Sturmgewehr ist, müssen wir Munition für machen. Oder wir lassen es hier. Weil eigentlich haben wir ja die. Das lassen wir hier. Das behalten wir erstmal sicherheitshalber. Bauen es aber nochmal um. Ich möchte eine automatische Pistole haben. Oder wir machen die Kampfflinte zur Automatik. Und dann ist sie nicht mehr präzise. Aber für die kurze Entfernung müsste es reichen. Ich lege hier nochmal von den Artilleriegranaten 5 Stück rein. Fatman, Grognards Axt ist auch was Besonderes. Das tun wir aber alles in die Kisten. So, der. Da machen wir das rein. Also, gut, Glück behalte ich. Das nehmen wir, das lasse ich hier. Das nehme ich aber in den normalen Bereich. Die Fatman nehmen wir da rein und den auch. Hier haben wir noch ein paar Cocktails. Den Stufe 5 sollten wir vielleicht mitnehmen. Statt des Sturmgewehrs. Das wäre eine Idee. Ja, das machen wir. Wir nehmen diese da, der. Moment. Was haben wir noch an Kleidung? Kleidung. Und. Rucksack. Was hat der eigentlich für Gewicht? Ne, dann lasse ich den jetzt hier. Packe ich auch in den anderen mit rein. So.
Das muss man reparieren. Der muss hier bleiben. So. Und hier können wir noch ein bisschen Fleisch und Essen machen. Super. Super, das machen wir. Stärke und Ausdauer. Ja, wir können einiges, glaube ich, kochen, ne? Wir haben auch schmutziges Wasser dabei. Wir haben keine Stimpack und nichts. Holotime. Holotime kommt hier oben rein. Das haben wir eingerichtet, das muss nicht sein. Das ist mit rumschleppen. Holotime, wo bist du, Holotime? So. Und da war nichts weiter. Da haben wir noch Hefte. Die müssten wir aber rüberbringen. Weil die will ich eigentlich in der Red Rocket lagern. Ich weiß nicht mal, ob ich gebaut habe in der Red Rocket. Doch, sieht gut aus, ne? Das können wir tatsächlich von hier aus sehen. So ein Ding. Und das bei voller FPS-Zahl. Naja, es ist nicht perfekt zu sehen, ne? Da ist der kleine Waffenturm, da sieht man eine Waffe. Da ist auch ein Waffenturm, da ist auch eine Waffe. Aber ich habe nichts verändert, ich habe das auf Standard. Ich habe noch nicht mal die maximale Auflösung gewählt. Also, nicht Auflösung, ich meine die... Was habe ich denn jetzt hier? Da? Haben wir denn da oben jetzt was? Dann nehmen wir dich jetzt doch mit rüber. Dann gehen wir nochmal darüber. Und hier haben wir eine... Hab ich die da reingestellt? Ja, du weißt ja, wo das Ding steht und wie man es benutzt. Ich weiß nicht, ob ich das da drin liegen lassen sollte. Das ist unsere erste, ne? Unsere erste. So, jetzt machen wir unsere mal heile. Hat er jetzt gemacht. Nicht abnehmen. Reparieren und anlegen. Nein. Achso, der ist gar nicht kaputt, der Helm. So. Super. Ah, stopp. Ich muss doch mal raus. Ich will sehen, ob wir noch was verändern können, modifizieren können. Ich glaube nicht, dass wir den... der Helm könnte aber vielleicht... mit Aufklärungssensoren... Oh, wir haben das Zielerfassungs-Hat. So. Cool. Hier, da können wir Modell E draus machen. Ja, das machen wir bei allen jetzt gleich. Wo ist denn E? Da ist noch einer. Können wir doch bestimmt auch die kalibrierten Beine oder so die mir da abschieben. Meine Beine, hier. Ah, kalibrierte Stoßdämpfer. Haben wir schon. Optimiertes Servus.
Ja, wir könnten wahrscheinlich die Federn da sprengen oder so. Okay. Ich hab den Helm vergessen. Nein, jetzt steige ich schon wieder in das Ding ein. Ich will doch gar nicht einsteigen. Ich stehe nur falsch. Komm raus aus dem Ding. Die Scharniere funktionieren, die sind geölt. Ja, ich wollte ja nur ausprobieren, ob sie geölt sind. Den Torso. Was können wir denn hier noch was anderes machen? Erhöht die Stärke. Ein optimierter Kern. Kesselspulen. Könnte man auch mal ausprobieren, ne? Jetpack brauche ich. Rüstmeister 4. Okay, das muss ich aufschreiben. Das habe ich hier nicht auf der Liste. Ist mein Schreiber. Rüstmeister. Rüstmeister, auch eine 4. So. Ja, 4 Stück haben wir auf der Liste, die wir anpassen müssen. Aber wir könnten. Die Regeneration wird beschleunigt. Das ist doch gut. So. Ah, der Bewegungsunterstützer erhöht die Stärke. Weiß nicht. Stärke 2 ist das dann. Moment, das sehe ich ja jetzt da unten. Gesundheit, Gewicht. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, haben wir Stärke 2. Da haben wir nichts weiter. Hier haben wir Gesund. Da haben wir AP 1. Ja, das ist gut. Das will ich haben. Und hier haben wir gar nichts eigentlich richtig, außer dass das schneller. Und hier ist auch nichts. Da ist AP. Ja, gut. Okay, ich denke, soweit haben wir die fertig. Jetzt schnappen wir uns jetzt den Kram und gehen mal rüber zur Red Rocket und schauen mal, dass wir das vernünftig ablegen. Ich habe mir auch dazu eine Menge Gedanken gemacht. Ich glaube, wir nehmen das hier auch alles gleich mit. Jawohl. So. Dann haben wir hier, das lassen wir hier. Da können wir später noch eine 45 draus machen. Komm. Jetzt geht los. Jetzt funktioniert's. Seht ihr? Jetzt haben wir's wieder. Ah, vielleicht hätte ich das gar nicht rausnehmen brauchen. Das war. Ja, ich habe doch das wieder rausgenommen. Jetzt haben wir's wieder. Da läuft ein Versorger. Das müsste der von. Jawohl. Und dann gehen wir. Wir müssen noch nach Sunshine, ne? Sunshine Tiding wäre irgendwo hier. Da könnten wir nämlich von dort aus einen darüber schicken. Nee, umgedreht dahin. Oder müssen wir nur von Krekan noch jemanden her schicken? Cool, das kommt. Langsam geht's los, ja. Oh, ist ja schön, dass das wieder funktioniert. Dann kann ich das andere wieder einbauen. Also nicht das Workshop Rearrange. Ich meine das andere. Das braucht er bestimmt nicht mehr. Nee. Ich hoffe, der verschwindet, wenn ich wiederkomme. Ich will nämlich eigentlich nicht. Die können wir nicht wegnehmen, ne? Schon ein bisschen eigenartig. Kommst du? Wo bist denn du? Ja, da hinten ist so eine Fliege. Ja, ist eine Fliege. Und da ist wieder ein Hund. Und da ist ein Hirsch. Würde ich sagen, oder? Hirsch, Hirsch, bist du das? Ja, Hirsch ist das. Finde ich gut, dass wir das sehen können. Ja, perfekt gesehen konnten wir es nicht. Da fehlt was. Oh. Ach Mensch, das ist kaputt. Ja, ich hatte. Das mache ich jetzt alleine. Ich denke, das lassen wir mal. Oder soll ich das mit eurer Hilfe, eurem Zuschauen machen? Hatte ich hier noch gar nichts aufgestellt? Wir haben aber auch
nicht eine einzige Scharfschützenwaffe, ne? Okay, ich packe erstmal den Kram weg. Ich habe hier noch gar nichts hingestellt. Das müsste ich nochmal umstellen. Da ist was drin. Was haben wir denn? Laserzelle, Minigun. 38er. Nö, da können wir das erstmal zutun. So. 10er baue ich nochmal um. Aber wir stellen das hier nochmal um. Das wollte ich eigentlich gerne hier mit hin haben oder da. So. Können wir das dorthin stellen? Ja. Das stellen wir hier so. Wir können hier nämlich. Hatten wir denn noch gar keinen. Nicht ein einzigen. Oh, ich glaube, wir haben noch nicht eine Wackelpuppe, oder? Oh, das ist doof. Ich will eine Wackelpuppe haben. Oh, das brauche ich nicht. Warte mal, hier vielleicht. Was haben wir denn hier? Nee. Wo sind denn diese Ständer? Diese. Da. Nein, das sind nur Schränke. Das sind nur. Hier vielleicht. Hier ist doch was. Ja, da haben wir da was. Oh. Nee, Moment. Da kann ich nichts reintun an Zeitung. Die brauche ich. Ich hoffe ja, dass wir noch so viele finden. Der will doch irgendwas, oder? Willst du irgendwas? Oder langweilst du dich? So. Was ist das? Das ist deutsche Chef. Regale. Nee, wir haben noch keine. Oh, wir müssen auch. Ach, da ist es doch. Also werden wir jetzt mal erstmal hier gucken, was die hier machen. Arbeitslos. Einer ist arbeitslos. Der kann doch bestimmt. Der hat keinen Job. Okay, da müssen wir ihm einen Job verschaffen. Bist du der Arbeitslose? Du könntest doch, Moment, du kannst doch vielleicht eine Versorgungsroute machen. Nee, Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Das macht nichts. Nichts als Ärger. Ja, ja. Versorgungsrouten wollte ich doch eigentlich. Nein, ich will nichts verknüpfen. Ich will die Versorgungsrouten sehen. Ja, sind ja jetzt hier. Da ist Versorgungsroute. Nee, da braucht keiner durch die Stadt, wenn wir sie so quer machen. Ja, die gelatschen wahrscheinlich trotzdem durch die Stadt. Muss ja gefährlich sein, so, ne? Das ist ja so. Und wir müssten von Evanesi. Ich hätte Idee, dass er nach Evanesi geht. Oder sie. Was ist denn mit ihr? Sie ist beschäftigt. Die hat, glaube ich, Arbeit. Ihr ist zugewiesen. Der ist auch nicht zugewiesen. Du bist zugewiesen. Pass auf. Du, ich möchte das. Ah, das. Ich weiß gar nicht, wie es in Evanesi aussieht. Das ist, wenn man das dreimal rauf und runter spielt und dann noch dreimal rauf und runter spielt und jedes Mal rausgeschmissen wird, weil irgendwas nicht funktioniert. So. Und die haben überhaupt keine Sitzplätze, fällt mir gerade so auf. Doch, die haben da unten welche. Hier ist doch Licht und alles. Stellt sich lieber ins Dunkel, ne?
Hier ist auch alles in Ordnung. Eine Schere. Nein. Kein Messi. Messi ist was ganz was anderes, mein lieber Cottbus. Hier ist Licht und deswegen stehen die hier. Gut, fangen wir an. Packen wir ab. Und zwar hatten wir Diverses. Die unaufhaltsam. Das passt da leider nicht rein, sonst würde ich es gerne damit rein tun. Das, das, das. Oh, 4 Stück. Hot Rodder. Leben und Lieben haben wir schon. Pistolen und Patronen. Robko Pfannen. Haben wir einiges. Und eine Wackelpuppe haben wir auch. Aber nur eine einzige. Da ist so eine Reparatur. Also eine, zwei Wackelpuppen. Okay. Den Ödland-Überlebensführer müssen wir hier noch reintun. Und das kriegen wir nicht raus. Nee. Ja, super. Da haben wir doch schon einige 10 Stück. Okay, ich wollte Kisten hineintun. Und zwar, das sind Waffen. Genau, ich muss erstmal die anderen alle ablegen, sonst komme ich hier durcheinander. Der Base Orb, jetzt haben wir schon 2 davon. 805 Schaden. Oh. Oh, richtig umnieten tut es die auch nicht immer. Die lassen wir jetzt hier. Können wir auf den Boden schmeißen. Und die packe ich in die Kiste. Die Planke auch raus. So, dann machen wir noch die Laser-Dings fertig. Wo wir die nicht brauchen. Das ist Quatsch. Grognacks Axt. Wir könnten denn diese. Nee, die lassen wir hier. Und ich habe auch die Idee, was wir mit den großen Bummen machen. Weil wir haben damit die Möglichkeit, später auf den Boden zu schmeißen. Wenn wir die auf den Boden schmeißen, packen wir da unten mit rein. Dann haben wir nämlich bei den größeren einen schnelleren Erfolg. So, die packe ich jetzt auch dazu. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir uns den Harnisch angucken. Kleidung. Spezielle Kleidung. Ja, saubere Klamotten packen wir weg. So. Und die auch. Und den auch. Dann machen wir noch den Generalsgeschichten. Die machen wir aber absolut extra. Ja. Dann machen wir eine extra Kiste. So, die Brille kann ich auch eine wegtun. Was ist denn das überhaupt? Charisma? Nee, Wahrnehmung. Super. Gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Ups, ich bin ja immer noch so schwer. Ich muss mal hier hin. Hier fangen wir mal an. Also, wir brauchen... Was für Munition brauchen wir denn? Also, 10er. Da haben wir noch genug. Da haben wir auch noch. Raketen könnte man noch ein paar gebrauchen. Ich weiß nur nicht, ob wir sie herstellen können inzwischen. Schrot, Raketenschrot und ein paar Zellen wären nicht schlecht.
und Granaten, wenn wir können. Raketen, Granaten. Ah, wir können Granaten machen. So, 30 Stück müssen locker reichen. Könnte ich die Molotovs hier lassen. Die, seht ihr, die kosten jetzt Geld. Das ist eine spezielle Munition für eine spezielle Waffe, die wir noch nicht haben. Deswegen kosten dann da... So, die brauchen wir aber eigentlich nicht. Weil da kommen wir eh noch nicht hin. Sei denn, wir treffen die zufällig irgendwo und können die irgendwo kaufen. Aber 3000 Kronkorken, naja gut, hätten wir zur Not noch. Kriegen wir noch zusammen. Da ist nochmal... Fusionszelle hatte ich gesagt, ne? Fusionszelle. Nehmen wir mal euch mit. So für die 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das müsste reichen. Raketen mache ich. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 4, 5. Könnte sein, dass es schon locker reicht. Mach nochmal. Ah, es sind immer 100. Ne? Da haben wir aber massig jetzt. So, da machen wir das auch. So, das müssen 2000 etwa sein. Die 45 mal auch nochmal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10er, 5, 6, na gut, so. Oben, ich schaue es da auf. Ah, wir können Red machen, ist aber nicht sehr lange. Ich werde mal Red machen. 5, ich glaube, wir brauchen nicht so viel Overdrive. Jet Boost. Ultra Jet Boost, weil ich mal noch nicht Apotheker sind. Psycho Jet. Ruftatz. Ruftatz. Okay. Ja, ich denke, wir haben erstmal eine ganze Menge. Hier wollte ich noch hin. Die modifiziere ich nochmal, dann machen wir aus dem Verbesserten einen mächtigen Automatik. Moment, das waren 31. Der hat nur 14 und der hat auch nur 14. Wir haben 18, 18, 14. Der hat auch nur 18. Und der hat 22. Ja, dann machen wir den jetzt mal. So, 78. Ja, das dreht sich immer um die 78. Okay, der Scharfschützengriff ist dran. Der ist auch drin. 68 Präzision, 69, 45. Mit Kreis, ja, kommt es drauf, gar nicht so drauf an, ne? Nein, nein, runter damit. So. Kompensator. Ohne ist es 107, Reichweite, Präzision 71, 75, 76, 75. Rückstoßkontrolle, ja, das ist gut. Rückstoßkontrolle, verbesserte Rückstoßkontrolle. Okay, außergewöhnliche Rückstoßkontrolle. Ja, das ist gut, das machen wir. So, hier haben wir eine automatische. Das werde ich jetzt nochmal umbenennen. Ups. Nee. 13 Pistole Automatik.
Raketen. Was können wir denn? Ah, Dreifachlauf haben wir noch nicht. Doch, haben wir doch. Moment. Ein Vierfachlauf könnten wir. Ah, wir können Vierfachlauf. Ja, super. Zielfernrohr. Da brauchen wir noch Wissenschaft und Waffenfreak. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Der Verschluss. Mächtiger Verschluss. Was haben wir denn? 75 und 65. Präzision ist nicht so gut, ne? 75. 63. Kalibrierter Mächtiger ist schon ein bisschen mehr. Ja. Gehärteter Panzerbrechender Automatik. Oh, der hat einen schönen Schaden. Den können wir leider noch nicht. Aber der wird doch auch nicht verkehrt hier. Der. Ich glaube, den machen wir. Da können wir da auch einen besseren Lauf drauf setzen. 75, 70 haben wir jetzt. Hä? Nochmal. Wird immer schlechter. Überlegen Reichweite und überlegen geringe Streuung. Ja, das ist gut. Dann nehmen wir doch glatt den. Ja, so. Das Große natürlich. Das super, 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 super. So, was haben wir denn hier? 75, 71, 75, 78. Okay. Moment, vielleicht können wir 91, hier ist nochmal 91. Aber der hat dieses blöde... Oh, der hat auch 91 und ist so ein Monsterteil. Kopf für die das, ne? Oh, eine schöne Präzision. Kommen wir der Sache noch näher. Wir haben 75, 91, 75... Oh, das ändert sich nicht viel. Dann lassen wir den erstmal. Das sieht gut aus. So, 60, 110. Moment. Oh. Ja, super. Das ist gut. Verbesserte Magazinkapazität. Das ist immer gut. Mal gespannt, wie viel Schuss wir haben. Ich glaube 18 haben wir dann, ne? Wo ist der andere? Den haben wir schon am Maximum. Hier haben wir auch Maximum. So, jetzt gucken wir mal hier. 72, 110. 110. Eigentlich nicht schlecht, aber doch, der markiert. Der markiert die ganze Sache. Was haben wir hier jetzt noch? Fein abgestimmter Streibengang. Ja, das ist schon höhere Reichweite. Das ist besser. Ja, den lassen wir so. Gut. Dann haben wir fünf gute Waffen. Ja, eigentlich haben wir gute Waffen jetzt. Sie haben geschickte Hände, ne? Ja, ich weiß das. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch ablegen können. Granaten habe ich jetzt eine ganze Menge. Jetzt kann ich richtig damit rumschmeißen. Ich gehe mal raus. Die Artillerie würde ich ja irgendwie umbenennen, aber... Moment, ich habe jetzt keinen Rucksack auf, deswegen bin ich so. Die Melone. Ausdauer. Weg damit. Jetzt gucken wir uns nochmal. Wo ist denn das überhaupt? Da. Oh, bin ich schwer. Was habe ich denn da noch alles? Ich glaube, ich habe noch den ganzen Schrott, ne? Oh, massenweise Schrott. Mal rausschmeißen, ja.
War einiges gesammelt. So, das ist auch. Oh, was? Moment, was wiegen die denn? 8 wiegen die. Alleine die sind schon. Ja. So, Vorkriegsgeld. Okay. Und dann gucken wir nochmal, was wir anziehen. Wir wollten den Harnisch verändern. Wir hatten gesagt 15 für den Harnisch. 5 und 17. Der hat aber eben diese Besonderheit. Den verwerte ich jetzt einfach so. Thema erledigt. Muss ich die eigentlich reparieren? Nee, ne? Nö. Die muss man nicht reparieren. Oh, ich komme wieder rum mit den Wieseln. Oh. Nö. Was hast du eigentlich noch? Ja, gib mal her den Traum. Du hast doch auch noch so viel. Jetzt bin ich wieder so schwer. Moment. Stahl. Wasser. Ja, ich wollte noch was zu essen machen. Aber hier sind noch Waffen. Die Minen brauchen wir nicht. 251, 65, 203. Was? Moment nochmal. Für Blinde. 203 Reichweite. Der scheint besser zu sein als der, den ich habe. Der ist tatsächlich besser. Ach, wir haben aber ein Vierfach. Wir haben nur ein Vierfach. Nein, nein. Nein, nein. Das hier ist ja nur ein Einfach. Der bleibt hier. So, die auch, die auch. Halt! Oh, was war das? Die Leuchtpistole. Gib mir meine Leuchtpistole wieder ganz schnell. Oh, ich hasse das. Ich kann die aber auch nicht umbenennen und nix. So, die 3 müssen bleiben. Okay, jetzt kochen wir uns so schnell was. Jetzt müssen wir hier nochmal was zum Kochen. Moment. Jetzt können da rein. So, gehen wir mal runter, gehen wir mal rauf. Wie sieht das hier eigentlich aus? Scheint wirklich was zu werden. Jupp, scheint wirklich was zu werden. Coole Sache. Ja, da haben wir noch einige, die wir noch hinpacken können. Moment, da machen wir hier. Noch Moment. Tattoos. Ja, das ist doch gut. Wieder ein Dings gekriegt. Ja, sehr schön. 83 davon. Wahnsinn. Da können wir ja richtig ernten. So. Ich
glaube, wir sollten noch mal versuchen. Nee, das lohnt sich noch nicht. 24 Essen, 50 Wasser, 38 Energie, 44 Schutz, 8 Betten. Die Betten waren da oben drin, ne? Hier habe ich ein Problem mit dem Holz. Das ging hier irgendwie nicht mehr. Ja, da besorge ich mir noch mal was. Das ist blöd, so. Ich werde diese was möchtest du? Du willst irgendwas von mir. Hi. Hey. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Naja, ich wollte mich nur bei dir für diese Gelegenheit bedanken. Ja, Soll ich gerne. Mit anpacken? Ja, klar. Pass auf. Ja, ich zeig es dir. Schieß los. Komm her. Da, guck mal. Zuweisen, Tattoo. Ja, hast du? Tattoo? Hast du Tattoo oder hast du nicht Tattoo? Tattoo. Und jetzt so gewesen. Ja. Ja, super. Das hat er geschnallt, das ist gut. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Ich muss gucken, ob da. Wir haben da immer noch keine Platten runter. Ist auch echt blöd, ne? Hier auch. Hier fehlt ja auch alles. Ach du grüne Neune. Mal gucken. Ja, diese Platten waren von offenbar von Workshop Rearrange. Wir haben jetzt keinen Workshop Rearrange mehr. Also muss ich mit normal. Oh, doch kein Block. Also muss ich versuchen, jetzt hier die normalen Sachen dran zu kriegen. So, geht das hier unten? Jawohl, das geht. Thema, das scheint auch zu funktionieren. Ja, das lasse ich mal so. Da mache ich noch eine kleine Schmale drunter. So. Sieht jetzt doof aus. Das werden wir ändern. Wir werden das auf jeden Fall. Hier fehlen auch die Wände, seht ihr? Ja, ich werde noch mal das Mod kurz wieder installieren und dann gucken wir mal, ob wir diese Löcher zukriegen, sonst müssen wir kurz ummachen. Also, bis gleich.